Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, Sie haben den Vorspann gesehen. Beängstigende Szenen, bürgerkriegsähnliche Zustände. Darüber werden wir uns unterhalten mit der Landesvorsitzenden der AfD in Berlin, Dr. Kristin Brinker. Ja, sie ist nicht nur Politikerin, sie ist auch Diplomarchitektin, trägt den Doktortitel immer noch und mit Sicherheit hier und da angegriffen worden, um zu schauen, ist denn da alles koscher. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, Herr Weber. Ich darf Ihnen noch ein gesundes Neues wünschen und mögen Ihre Wünsche für 2023 in Gänze in Erfüllung gehen. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch, ein gesundes Neues. Der Start in das neue Jahr in Berlin war ja weniger gesund und erfreulich. Nun bin ich Berliner Junge. Mein Vater hatte seine Kohlenhandlung am Maibachufer, Friedelstraße, also mitten in Neukölln. Kreuzberg, Neukölln sind mir bekannt, damals Zillemilieu in den 60er, 70er Jahren. Was wir hier erleben, ist ja letztlich so, die Stadt wird ja aus der Hand gegeben, jedenfalls große Stadtteile in Berlin. Das ist in der Tat so und das ist ja kein Novum der letzten Silvesternacht, sondern wir haben das ja schon immer thematisiert, dass es in Berlin inzwischen ja gewisse No-Go-Areas gibt. Jeder kennt die Parks in einschlägigen Stadtteilen, Kreuzberg, Neukölln, wo ich zum Beispiel als Frau mich abends nicht mehr aufhalte, ganz bewusst, aber auch in bestimmten Straßenzügen. Und das, was wir jetzt Silvester erlebt und gesehen haben, Neujahr, das übertrifft alles nochmal erheblich. Haben Sie die Befürchtung, dass es sicherlich jetzt wie so ein Strohfeuer auflodert? Also nicht im Öffentlich-Rechtlichen, in der Tagesschau wird ja davon gesprochen, dass man sagt, man kann es nicht bestimmten Gruppen hinzurechnen. Aber es ist einfach so, schauen Sie, uns liegen viele Berichte vor von Polizisten und Feuerwehrleuten, die hatten Angst um ihr Leben. Das heißt also, Menschen zu retten, sie sind in Hinterhalte geraten. Und hier liegt ein Text vor, der sagt also klipp und klar, wer waren die Täter? Ein Polizist, der nicht genannt werden will, auch wenn die rot-grüne Regierung es nicht wahrhaben will, also Thema Berlin. Ich habe nur dunkelhaarige junge Männer gesehen, das waren fast ausschließlich Migranten und Zuwanderer. Eine pure Entladung von Gewalt und Hass auf alles, was sich bewegt. Das ist doch letztlich eine Aberkennung, ja, unseres Gesellschaftssystems und unseres Rechtsstaates. Absolut, genau so ist das. So treten diese Leute ja auch auf und es ist ganz klar, aus welchem Milieu diese Kriminellen und Straftäter kommen. Das sind zum großen Teil natürlich Leute mit Migrationshintergrund. Das sieht man an allen Filmen. Das kann man erkennen, wenn man sich das alles anschaut und selbst die betroffenen Einsatzkräfte, egal ob Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte, die beschreiben das ja auch so und benennen die Dinge endlich mal beim Namen, auch wenn gerade die Polizei Ende letzten Jahres ein Sprachgebot aufgedrückt bekommen hat, nämlich man solle eben die Menschen nicht mehr so benennen, zum Beispiel Südländer soll man nicht mehr sagen, man soll auch nicht mehr Asylbewerber sagen, man soll die Leute halt nicht mehr so benennen, es soll nicht erkennbar sein, wer Straftäter ist. Und genau das ist der falsche Ansatz. Und genau das führt ja zu den Problemen, dass sich diese Kriminellen und Leute, die halt zum Großteil tatsächlich Migrationshintergrund haben, dass die sich halt hier breit machen, auf den Straßen aufführen wie die Herren dieses Landes und null Respekt haben vor der Polizei, vor den Rettungskräften und null Respekt auch vor unserem Staat, vor unserer Demokratie. Das ist letztlich staatsgefährdend und demokratiegefährdend, was hier passiert und was auch Berliner Politik hier zulässt. Nun muss man es ja eines sagen, es wird immer davon gesprochen, man muss die Jugendlichen abholen und. Aber es sind doch Strukturen in den Familien, die das hervorrufen. Und die abzuholen ist doch schier unmöglich. Ich meine, ich habe lange Zeit in Berlin gelebt, ich kenne die Verhältnisse. Aber wenn ich mir das anschaue, die kann ich nicht mehr abholen. Und wenn ich heute im Morgenmagazin einen Herrn der Feuerwehrgewerkschaft höre, den Herrn Barth, der gestern noch klipp und klar Ross und Reiter benannt hat, dass es Menschen mit Migrationshintergrund sind, junge Männer, der kommt heute früh wieder im Morgenmagazin. Wahrscheinlich hat er hier den Rahmen vorgegeben bekommen, der sagt, ist völlig egal, ob das schwarz, weiß oder gelb, ob das Muslime sind, ob das Christen sind, ob das Hindus sind. Das zeigt doch schon wieder ein Einknicken vor dieser Macht. Es zeigt doch ein Einknicken der öffentlichen Darstellung, die veröffentlichte Meinung ist nicht die öffentliche Meinung, aber es zeigt ja ein Einknicken. Anstatt klar die Probleme anzugehen und zu sagen, eigentlich sind die nicht resozialisierbar, die müssen aus diesem Land raus, wenn überhaupt noch möglich, denn der deutsche Pass ist ja zur Ramschware avanciert. Aber haben Sie die Befürchtung, dass da überhaupt nichts mehr zu retten ist? Ich würde hier nicht sitzen und Politik machen, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass wir nicht doch was ändern können. Ich gebe Ihnen recht, das Problem ist sehr vielschichtig und wir laufen wieder Gefahr, dass es zerredet wird. Ich bin als Haushalts- und Finanzpolitikerin ja auch mit den Zahlen des Berliner Landeshaushalts betraut und ich sehe, wie viel Geld in soziale Projekte investiert wird, um halt solche Leute zu integrieren, abzuholen, einzufangen, was auch immer. Mit welchem Erfolg denn? Wir haben gesehen, zu welchen Erfolgen in Anführungszeichen das letztlich führt, nämlich zu gar keinen. Solange hier nicht ganz, ganz hart durch unsere Behörden durchgegriffen wird, eingegriffen wird, die Leute wirklich bestraft werden, und zwar umgehend und deutlich und klar, so lange wird sich nichts ändern. Diese Menschen haben keinerlei Respekt vor uns, vor den Deutschen, die haben keinerlei Respekt vor unserem Staat. Und solange wir so, ich sag's mal ganz plakativ, weicheimäßig mit diesen Themen, mit diesen Menschen, mit solchen Kriminellen umgehen, solange wird sich hier nichts ändern. Da müssen wir eine ganz klare Kante ziehen und zeigen, und das muss auch ein Berliner Senat. Und wenn er das nicht tut, werden diese Verhältnisse sich in Zukunft nicht ändern, sondern schlimmer werden. Ja, Sie sitzen ja nur im Senat. Haben Sie den Eindruck, dass der Wille da ist? Naja, im Senat sitze ich nicht. Das wäre schön. Das ist nämlich unsere Regierung. Ich sitze im Abgeordnetenhaus. Entschuldigung, im Abgeordnetenhaus, genau. Selbstverständlich, ja. Ja. Aber wir sind bereit, auch im Senat mitzuarbeiten und vor allen Dingen da die richtigen Weichen zu stellen. Ja, die Hoffnung darf man niemals aufgeben, aber so wie jetzt schon laviert wird, dass gesagt wird von Frau Giffey, wir müssen das aber bundesländerübergreifend klären mit einem Böllerverbot etc. pp. Das ist schon wieder ein Hinschieben auf die lange Bank. Hier braucht es jetzt eine klare Ansage und vor allen Dingen auch eine klare Umsetzung bei diesen Straftätern, damit hier gezeigt wird, wer hier die Macht im Staate ist, nämlich unsere Behörden, Punkt. Aber nicht irgendwelche Kriminellen, die auf der Straße Leute angreifen, Sicherheitskräfte angreifen und letztlich bürgerkriegsähnliche Zustände hinterlassen. Tja, und an dieser Stelle an alle Polizisten und Feuerwehrleute die Bewunderung, dass ihr das tut, welche Repressalien ihr erleiden müsst und ihr wollt Leben schützen und müsst selber euer Leben schützen vor diesen Verbrechern. Ich kann sie nicht anders bezeichnen. Jetzt gestatten Sie, dass wir den Zuschauern mal ein kurzes Video einspielen über den Verwüstungszustand in Neukölln. Ich muss hier sagen, es handelt sich hier nicht um einen Bombenangriff, sondern das ist nach der Silvesternacht. Und dann werden wir es nochmal kommentieren. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen, Frau Brinker, Sie haben es auch gesehen, der Verwüstungszustand. Es ist für jemand, der jetzt, wir haben Krieg in Europa, aber das ist ja Bürgerkrieg mitten in Deutschland, in der Hauptstadt. So kann man das in der Tat bezeichnen, wenn man solche Bilder sieht und wenn man vor allen Dingen auch die aktuellen Aufnahmen aus der Silvesternacht sieht, wie die Sicherheitskräfte angegriffen worden sind mit Schreckschusspistolen. Das sind über 40 Einsatzkräfte verletzt worden, teilweise sogar sehr schwer. Das ist nicht mehr zuzulassen. Und wie ist das überhaupt möglich? Ganz ehrlich, ich bin aufgewachsen als Kind mit einem Respekt vor unseren Sicherheitsbehörden, ganz klar. Und diesen Respekt haben die Leute hier nicht mehr. Ganz im Gegenteil, sie probieren jetzt schon mit Schreckschusswaffen aus, was vielleicht dann später irgendwann mal mit echten Waffen stattfinden soll. Das können wir doch nicht so durchgehen lassen. Und da hilft auch kein salbungsvolles politisches Gerede mehr. Da muss klar Tacheles gesprochen werden. Da müssen wir klare Ansagen machen, sowohl politisch, aber auch den Sicherheitsbehörden den Rücken stärken. Und diese Laviererei zu sagen, ja, ist völlig egal, woher die kommen. Nein, diese Laviererei, damit muss jetzt endlich Schluss sein. Es muss klar ausgesprochen werden, wer hier die Ursachen gelegt hat. Und es müssen klare Maßnahmen ergriffen werden. Und die kann man ergreifen, wenn man das wirklich will. Jetzt haben wir das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht. Gesetz. Wir haben das, die neue Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft. Aber das geht doch genau in das Gegenteil hinein, dessen, was wünschenswert wäre. Denn wir werden ja mit der Zuwanderung 2015 werden wir nicht fertig. 2022 hat sich 2015 in Potenz wiederholt. Wenn wir jetzt erleben, die Grenzen zur Schweiz sind offen, die Menschen strömen nach Deutschland im Jahr circa 2 Großstädte. Aber das zeigt doch, dass der politische Wille und dass letztlich die Zersetzung der Gesellschaft sich in einem Maße fortbewegt, wie wir es eigentlich nie geahnt hätten. Da gebe ich Ihnen recht, das ist leider so, dass die politischen Zeichen anders sind, aber da sind auch die Wähler gefragt. Die Wähler müssen für sich entscheiden, in welcher Gesellschaft wollen sie leben. Und was ich in Berlin auch erlebe, wir haben ja durchaus Menschen mit Migrationshintergrund, die genauso geschockt sind wie wir, die unsere Kultur toll finden, die unser Land toll finden, die Deutschland toll finden und die Stadt toll finden und die sagen, um Gottes Willen, schützt uns bitte auch vor diesen Kriminellen, mit denen wollen wir auch nichts zu tun haben. Also die Zeichen sind wirklich fatal, wir müssen uns endlich ehrlich machen, es muss endlich klar angesprochen werden, dass wir hier nicht alle Leute ins Land holen können, dass wir die Leute nicht unterbringen können. In Berlin haben wir ja das Problem, dass schon jetzt keine Wohnungen mehr zur Verfügung stehen für die Berliner und natürlich auch nicht für neue Leute, die dazukommen, die nochmal mehr ins Sozialsystem auch einwandern. Das ist ja auch ein statistischer Wert, dass die Einwanderung ja eben nicht zu mehr Arbeitskräften führt, eben nicht dazu, dass sich unsere Gesellschaft im positiven Sinne hier verändert im Wesentlichen, sondern es gibt ganz, ganz viele Menschen, die hier eben in das Sozialsystem einwandern. Und da muss endlich ein Schlussstrich gesetzt werden. Es kann nicht sein, dass dieses Prinzip der offenen Grenzen dauerhaft fortgeführt wird. Das macht unsere Gesellschaft kaputt. Das würde jedes Land kaputt machen, das so argumentiert und handelt, wie das jetzt im Moment Deutschland tut. Es ist gut, dass Sie das ansprechen, dass es viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die gerne in Deutschland leben. Wir können das nur bestätigen. Wir haben sehr viele Zuschriften zu Weihnachten und zum neuen Jahr erhalten von Menschen mit Migrationshintergrund. Dafür sind wir sehr dankbar, die gesagt haben, wir feiern das Weihnachtsfest nicht, aber wir akzeptieren es, wir erfreuen uns an euren Ritualen, an eurem Christentum, wie ihr das macht. Also diese Menschen, die fordern wir jetzt auch auf, lasst uns gemeinsam aufstehen und gegen diese Menschen, die letztlich unser Land zerstören wollen, unsere Demokratie, deutlich zu sagen, hier ist die Grenze erreicht und ihr habt in diesem Land nichts verloren. Denn eines muss man sagen, die Gesetzbarkeiten, die wir jetzt haben, die reichen nicht aus. Erstens werden sie nicht angewendet, zweitens gibt es zu viel Schlupfwinkel und zum Dritten reichen die Gefängnisse nicht aus, um diese Leute dingfest zu machen. Das ist die eine Seite. Jetzt erleben wir gerade Berlin, Regierungssitz, Frau Faeser, Kampf gegen rechts. Es werden hunderte Millionen aufgewendet, Kampf gegen rechts, 25 Irre, die Deutschland stürzen wollen, die Rentnergang, ich will es nicht herunterspielen, werden medienwirksam verhaftet. Hier werden die Bilder inszeniert, die Presse ist bereits vor den Einsatzkommandos, vor den Spezialkräften da. 3000 Elitepolizisten werden eingesetzt, um 25 Leute dingfest zu machen, oder überhaupt noch, ob es 25 jetzt sind, die in Gewahrsam sind, wage ich zu bezweifeln. Aber das zeigt doch, dass diese jetzige Legislaturperiode genutzt werden soll, um letztlich unser Gesellschaftssystem auf den Kopf zu stellen. In der Tat ist es so, dass hier die Wertigkeiten in keinem Verhältnis mehr stehen. Natürlich muss man gegen rechte Umtriebe vorgehen, das steht völlig außer Frage. Alles, was extremistisch ist, das muss bekämpft werden. Aber wenn ich sehe, wie hier mit islamistischem Terrorverdacht umgegangen wird, wenn hier mit anderen Kriminellen umgegangen wird, dann werden hier völlig falsche Kompetenzen an den Tag gelegt und völlig falsche Weichen gestellt. Es darf nicht sein, dass das Problem der Kriminalität von Migranten, die es ja wirklich gibt, das haben wir ja jetzt live erlebt und es gab viele Betroffene, dass wir das herunterspielen und dass das keine Rolle im öffentlichen Diskurs spielen darf. Das darf nicht sein. Wir müssen endlich aufhören, immer wieder alles weich zu reden, weich zu spülen und immer zu sagen, ach ja, die sind ja alle so arm dran, die haben ja ganz schlimme Erlebnisse gehabt. Nein, hier muss jeder, der in dieser Gesellschaft bei uns in Deutschland leben will, muss sich an unsere Spielregeln halten. Und die Spielregeln gibt unser Grundgesetz vor und wer sich nicht dran hält, der hat hier letztlich dann auch nichts mehr zu suchen oder aber muss entsprechend bestraft werden, ganz klar. Und da muss ich auch sagen, Frau Faeser hat den Kampf gegen rechts zu ihrem persönlichen Kampf offensichtlich erklärt, aber ja, ist auf allen anderen Augen, die man auch braucht in so einer Funktion und Rolle, komplett blind, will das nicht sehen. Das hat ja auch dazu geführt, dass jetzt offenbar aus dem eigenen Nachrichtendienst jemand enttarnt wurde von anderen Geheimdiensten, der möglicherweise für Russland spioniert hat. Also da muss man schon sagen, wie muss man da drauf sein, um sowas zuzulassen als Bundesministerin? Völlig, völlig falsch, völlig idiotisch. Ja gut, nur zum Glück haben wir in anderen Ministerien sehr fähige Ministerin. Ich nenne nur Frau Lambrecht. Gut, das ist jetzt eher eine sarkastische Einlage. Lassen Sie mich auf ein Journal zu sprechen zu kommen, und zwar das Wall Street Journal, eines der angesehensten Journale und Magazine, die es in der Welt gibt. Das Wall Street Journal berichtete im Dezember über unsere Migrationspolitik, die deutsche Migrationspolitik, und es wurde ein vernichtendes Urteil ausgestellt. Das heißt also, dort, ich zitiere, heißt es, die meisten Migranten, die nach Deutschland kommen, erhöhen die Zahlen im Sozialsystem, und sehr viele erhöhen die Kriminalstatistik. Das verpufft. Darauf geht eigentlich außer 2, 3 Veröffentlichungen geht niemand darauf ein. Das wäre doch ein Alarmsignal, um zu sagen, Moment, wir müssen umsteuern. Aber anscheinend in der deutschen Politik, es interessiert nicht, was das Volk denkt und wie der Souverän, der die Leute bezahlt, wie der geschützt werden soll zum Wohle des deutschen Volkes, scheint die nicht zu interessieren. Ja, wissen Sie, da fällt mir das Bild der 3 Affen ein, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Und genau das ist das Problem. Wenn wir nach wie vor so verfahren und die Wahrheiten nicht offen thematisieren, nicht offen ansprechen, wo die Probleme sind, wird sich in diesem Land nichts ändern. Klar ist es schön, wenn man Schützenhilfe bekommt von ausländischen Medien wie dem Wall Street Journal, das ja da einfach locker von der Feder schreibt. Das ist gut und wichtig, aber hier wird sowas ja gerne verschwiegen, weil man diese öffentliche Debatte nicht will. Und ich habe ja jetzt schon auch in einigen Statements mitbekommen, wie gesagt wird, um Gottes Willen, wenn wir jetzt hier wieder das Thema Migration, Migrantenkriminalität aufmachen, dann spielt das wieder den bösen, vermeintlich bösen Rechten in die Hände. Aber so ist es ja nicht. Wir wollen doch, wir müssen doch die Themen ansprechen, genauso wie wir auch die Themen Reichsbürger ansprechen oder rechts ansprechen oder Linksautonome ansprechen oder was auch immer. So müssen wir auch das Thema Migration ansprechen. Das ist entscheidend. Die Statistiken sagen ja auch, dass wir eine Zuwanderung in ganz, ganz vielen Fällen in unser Sozialsystem haben und eben nicht die Fachkräfte nach Deutschland kommen. Und ganz ehrlich, ich kann jeden verstehen, der nicht nach Deutschland als Fachkraft geht, sondern lieber in die Schweiz, lieber nach Norwegen, lieber in die USA, nach Kanada oder wo auch immer hin, aber nicht nach Deutschland, weil hier die Bedingungen gar nicht da sind. Und solange wir unsere Einwanderungsbedingungen nicht klar thematisieren, so wie das in allen Ländern der westlichen Hemisphäre ist, ja, in den USA, in Kanada, in Australien, da wird ganz klar, werden ganz klare Rahmenbedingungen gesetzt, wann man dort einwandert und wer einwandert und wie viele einwandern. So lange können wir nicht behaupten, wir sind ein Einwanderungsland. So lange sind wir ein Land, was alles zulässt, alles reinlässt ins Land, was wer nur kommen kann. Und das kann nicht sein. Das können wir uns nicht leisten. Das zerstört die Grundlage unserer Gesellschaft. Wir haben ein riesiges Problem, schieben wir schon vor uns her, mit unserem Rentensystem. Wie soll denn das funktionieren? Was ist denn aus den Migranten von 2015 geworden? Wie viele sind denn da tatsächlich in sozialversicherungspflichtigen Jobs? Wie viele können dann später auch von dem, was sie sich erarbeitet haben, eine Rente, in der Rente leben? Das sind alles Fragen, die sind völlig offen. Dann schließt man die Augen, und jetzt, aktuell, haben wir noch eine viel schlimmere Flüchtlingskrise als 2015. Es kommen deutlich mehr Menschen nach Deutschland, nach wie vor viel extremer, nur es wird einfach nicht offen thematisiert und gesprochen, wie wir uns das eigentlich hier in Deutschland vorstellen, wie wir mit diesen Menschen umgehen wollen. Das funktioniert so nicht. Das wird uns mächtig noch auf die Füße fallen. Sie sprachen eingangs Ihrer Ausführungen jetzt davon, dass gesagt wird, die bösen Rechten, die nutzen das für sich aus. Ist es nicht an der Zeit, Frau Brinker, dass man die Deutungshoheit nicht den Linken und den Ökosozialisten überlässt und dass man sich nicht ständig in einer Verteidigungsposition sieht? Ich spreche selber von mir. Nicht, dass ich sage, naja, rechts. Aber der Begriff in der Politik rechts und links und die Mitte, die gab es ja schon immer. Nur muss man eines sagen, wenn die Kompassnadel sich total nach links verschoben hat, dann waren die Leute, die einst in der Mitte waren, die wandern zwangsläufig immer weiter, geografisch gesehen, was die Kreiszahl angeht oder die 360 Grad eines Kreises angeht, die wandern immer weiter nach rechts. Ist es nicht an der Zeit zu sagen, nee, wir müssen uns nicht verteidigen und die Deutungshoheit sollte man nicht dem linksökosozialistischen Lager überlassen? Das wäre natürlich perfekt und super. Wir haben aber die Situation, dass natürlich auch statistisch erfasst, gerade bei den öffentlich-rechtlichen Medien eine große Zahl der Journalisten, derjenigen, die das Meinungsbild auch entsprechend beliefern, dass die halt tatsächlich eher linksgrün orientiert sind. Und insofern müssen wir tatsächlich schauen, dass wir nicht nur hier über soziale Medien, über solche Kanäle vorankommen, sondern tatsächlich auch in den normalen öffentlich-rechtlichen Medien versuchen, genau unsere Meinung vernünftig, klug, sachlich darzustellen, damit den Leuten draußen auch klar wird, stopp mal, rechts ist nicht gleich böse. Ja, das ist ja immer die Verbindung, die gleich geschaffen wird. Das ist natürlich Quatsch und Käse. Wir sind dafür, dass wir eine vernünftige, rechte, konservative Politik machen, die auch zum Wohle unseres Landes ist. Wir sprechen ja die Themen und die Probleme offen an. Ohne Schaum vom Mund. Das ist das Entscheidende. Wir müssen uns klar und sachlich äußern und das versuche ich hier in Berlin auch umzusetzen. Ich hoffe und wünsche, dass das schon etwas Früchte trägt und wir dann auch bei der anstehenden Wiederholungswahl am 12. Februar besser abschneiden als beim letzten Mal. Ihre Prognose ein weiter so, dass man sagt, ach, Rot-Rot-Grün macht doch alles wunderbar. Letztes Jahr standen wir vor dem Abgrund, dieses Jahr sind wir einen Schritt weiter. Also Rot-Rot-Grün hat so viele Baustellen hinterlassen in Berlin, in allen möglichen Politikfeldern. Das fängt an beim Straßenverkehr und hört auf bei der Kuscheljustiz letztlich, ja, dass solche Exzesse, wie wir die jetzt Silvester erlebt haben, letztlich auch möglich macht. Also Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot, wie es jetzt aktuell heißt, ist keine Option für diese Stadt. Ganz im Gegenteil, es wird sich nichts verbessern, nichts ändern. Es wird eher noch schlimmer werden, weil man sich Wahrheiten nicht eingesteht und einfach nicht ehrlich und offen die Themen anspricht. Ja, wir werden dem Zuschauer nicht vorschreiben, was oder wen er zu wählen hat, aber wir empfehlen doch dringend, sich mal die einzelnen Positionen anzuschauen und nicht letztlich nur von Überschriften oder Plattitüden zu leben. Ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen, ja, dass Sie den Wahlkampf so bestreiten, wie Sie sich das vorstellen. Bleiben Sie streitbar, sagen Ihre Meinung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Weber, und alles Gute.